zurück. Herzlich willkommen zurück bei Gamer Barig. Heute Pleiten, Pech und Pannen. Wir haben eine ganze Folge Fallout 4 Fahrhaber aufgenommen, wo wir quasi die erste Quest angenommen haben und haben dann gemerkt, dass wir das Mikro nicht laufen hatten und außerdem der Ton von der Aufnahme gespackt hat. Das heißt, wir konnten es auch nicht nochmal nachvertonen mit einem Video oder so. Es hat nicht geklappt. Deswegen fangen wir jetzt leider auf dem Schiff an. Ja, aber ihr habt nicht viel verpasst. Wir sind ins Haus gegangen, von wo die Mission losgeht. Verzweifeltes Ehepaar sucht nach seiner Tochter. Die Tochter ist irgendwie ganz toll mit Technik unterwegs und hat alles repariert, alles gebaut. Unter anderem ein Funkgerät. Genau, und dieses Funkgerät ist ganz, ganz wichtig, weil da hat sie wohl irgendjemanden erreicht. Wir finden dann über ein paar Holobänder raus, ja, es könnte sein, dass sie ein Synth-Dorf entdeckt hat und das irgendwo im Norden mit dem Schiff erreicht hat. Der Vater dachte erst, sie wäre entführt worden, die Mutter hatte sich schon irgendwie was gedacht, so, die ist ganz gewitzt und taut manchmal ab. Von daher, sie ist eventuell auch ein Synth oder auch nicht, man weiß es nicht. Wir werden es jetzt herausfinden. Wir starten quasi jetzt da, wo wir... Das Spiel möchte uns, glaube ich, schon darauf hinweisen, dass wir mal weitermachen sollen. Wir starten auf dem Schiff, wo wir uns gerade in Richtung Norden begeben. Viel Spaß. Ich sage eins gleich dazu. Ich habe mich bisher geweigert, diese Anzüge zu tragen. Ich bin großer Fallout-Fan schon bei allen Teilen gewesen und irgendwie erschließt sich mir der Sinn nicht, jetzt auf einmal so einen Monsteranzug zu tragen, mit dem mir keiner mehr was machen kann. Es gab ja mal eine Power-Rüstung, die eine ganz normale Rüstung war in den alten Teilen. Ja. Die Power-Rüstung, da wollten sie wohl als großes Feature reinbringen. Mach mal ein bisschen leiser. Eins oder zwei. Es war dann doch nicht so das Feature. Also mir gefällt es nicht. Vielleicht werden wir es hier benötigen. That was too much. Entschuldigung, Chef. Das werden wir akzeptieren, wenn wir es hier brauchen. Aber erstmal werde ich die Waffe wegstecken, damit ich hier niemanden aus Versehen erschieße. Festlandbewohner machen nur Ärger. Hast du dich verirrt? Du bist ein Fahrhaber. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe. Festlandbewohner, damit du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid, für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Alan hat recht, nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Was will ich hier? Soll ich dir gleich sagen, was ich will? Ja, weiß nicht. Wir sind nach Fahrhaber. Bin ich hier? Also, vor langer Zeit war das mal eine Touristenstadt. Meine Leute leben seit Generationen hier und auf der Insel. Aber jetzt drängen sich alle auf den Docks und versuchen, einen weiteren Tag zu überleben. Wir haben hier einiges an Problemen. Du willst da aber nicht mitmachen, oder? Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kazumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Zumindest wissen wir, dass sie es bis hier geschafft hat. Okay. Jo, so sieht's wohl aus. Da kommt die Seefahrerin. Da kommt was aus dem Leben. Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Okay. Nur meine Position oben auf der Mauer beim Hauptor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir. Okay. Sie bietet uns an, Antworten auf alle Fragen, das Universum und alles zu bieten. Aber das ist doch 43 oder 42? Ich hab's die Tage noch gelesen. Oh Gott. Ja, hier muss ich. Ja, sieht so aus. Sie stehen hier und gucken. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Das ist keine Übung. Was sind das für seltsame Lampen? Sie verbreiten gute Stimmung. Ja, ich glaube ja, dass sie was einsaugen. Warte mal. Eine Splittermine, Achtung! Ah, hier ist leer, aber der ist cool, der wird cool zu uns gehören. Er kommt angelaufen, mal warten wir uns mal ab. Öffnet das Tor! Ich hab hier draußen Verwundete! Keine Zeit! Sieh in den Nebel, sie kommen! Wo denn? Das sind auch Menschen von uns. Oh Gott, verteidigt euch! Ja. Okay. Ah, da hinten kommt was. Nein, da. Oh, das ist aber noch zu weit weg. Was ist das?
Was? Ah, hier, jetzt. Ein junger Schlingel! Ein Schlingel, ja. Schlingel! Schleichst dich hier an über die Splitterbühne. Ja, ich würde sagen, jetzt aber. Wir bekommen hier gerade die neue Art von Gegnern. Nein, das war falsch. Die neue Art von Gegnern vorgestellt. Die kenne ich auch noch nicht. Wobei das nichts zu sagen hat, weil ich die Hälfte der Zeit, wo dieser Vorlauf gespielt hat, einfach nicht da war. Wir haben das Hauptspiel auch noch nicht durch, von daher kann das natürlich dann das später noch richtig kommen. Uiuiui, Rennt! Nein, nicht den Arm. Lassen Sie sich Zeit. Jetzt ist Brot schlecht, Katze. Jawohl. Radkakerlake, was? Wo? Da oben steht Radkakerlake. Okay. Ich fürchte, ach doch, da ist tatsächlich eine. Katze, wie wär's, du gehst jetzt mal hier zum Stefan. Nein, zum Stefan. Ich muss hier erschwerte Bedingungen. Da geht's auch rund. Da unten werden schon unsere Kollegen aufgefressen. Ja, kein Problem. Oh, oh, legendärer Schlinger. Oh, er ist wütend. Aber das war doch so, die Legendären werden dann immer irgendwann sauer. Ja, ich glaube, das, dann hat er eigentlich nie die Mutieren. So. Ah. Der steht natürlich äußerst bescheuert da unten. Er muss der Mann mit dem Ohr den Platz machen. Ja, jetzt aber. Es ist vorbei. Augen auf den Nägeln, da kommt was. Was? Noch mehr? Oh, oh, wir sind das. Da kommt was. Oh, ein Angler. Oh, Anglerfische. Ja, natürlich, wir sind ja am Wasser. Hallo? Nein, ich hätte gern den vorderen. Danke. Nein, oh, da guck war mal, die haben auch so einen kurzen Bart und alles. Den machen wir gleich mal platt mit kritischen. Ja, die haben. Ja, die sehen gar nicht aus wie Fische. Ja, sie laufen ja auch. Ja, doch, guck, sie haben aber so ein Ding. Weißt du, wonach die aussehen? Nach dem so ein Tiefseefisch. Den groß. Blizzard hat die auch schon verwurstet. die spucken. Da kam was geflogen. Okay, sie kotzen. Nein, nicht. Ah, ist nicht so anders, Stücke. Oh, da sind auch nochmal die anderen mit dabei. Sie werden schon als Missionsziel gekennzeichnet. Auch ich neu. Ja gut, im Moment muss ich sie etwas töten, ne? Was ist das? Ja, bis auf die Splittermine ist alles leer. Alle. Okay. Jetzt stecke ich mal wieder die Waffe weg. Ich bin nämlich prädestiniert dafür, dass ich jemanden aus Versehen anschieße und alle mich hassen. Du meinst wie in Skyrim, wo ich das Hühnchen getötet habe? Das war ja das Allergeilste. Ich gehe einfach mal jetzt. Ach doch, hier unten ist auch ein Missionsziel da. Ja, sie hat doch alle Antworten parat jetzt. Ja, jetzt, dann geh nicht weg, bleib hier. Avery, und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Mhm. Der Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Mhm. Oh, danke. Money! Der Nebel. Was ist der Nebel? Wo soll ich anfangen? Der Nebel. Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinge, gedeihen. Fandest du schlimm, was Farhaba angegriffen hat? Da gibt es noch Schlimmeres. So schlimm war es jetzt ehrlich gesagt nicht. Weiß gar nicht, welches Level ich habe. Wir haben schon eine Weile nicht mehr gespielt. Wenn du trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Aber so schlimm war es nicht. Oder vielmehr störrisch. Ich habe genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief.
Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Genau. Wir wollen jetzt mal zum Geschäftlichen kommen. Können wir zum Geschäftlichen kommen? Tut mir leid. Ja. Deswegen. Du bist wegen Kasumi hier, oder? Sie ging ins Landesinnere zur Sündzuflucht Arcadia. Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Longfellow. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hoffentlich ist er nicht nackt. Gab's nicht auch einen Arcadia bei Bioshock? Danke. Danke für die Information. Oh nein, ich hätte ja mal Arcadia. Longfellow findest du eigentlich immer an der Bar. Aber ja, gab's. Im Last Plan. Als Stadtteil. Bitte, Rapture. Hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Sag. Danke. Ach. Ich dachte, jetzt kommt was Tolles. Okay, ich habe auch anscheinend jetzt ein paar Nebenmissionen bekommen, so wie ich das verstanden habe, was mir natürlich ganz besonders gefällt. Ein Leben am Abgrund. Ich glaube, du sollst einfach die Leute erstmal ausquetschen und den Leuten deine Hilfe aufzwängen, die sie nicht wollen. So habe ich das verstanden. Das mache ich doch gerne. Ich bin immer für ausquetschen. Hi, was gibt's hier? Wer bist du? Kann ich mit dir reden? Kann ich erstmal was hier mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Ist alles rot wahrscheinlich. Bist du denn im Krankenhaus? Ja, und? Ja, Krankenhaus. Sie brauchen bestimmt keine Supplies oder so. Hi. Hallo. Oh, der sieht aber schlimm aus. Nicht so gut. Vielleicht möchte er nicht mit mir reden. Wer bist du denn? Bruce Mehr. Entschuldigung. Bist du auch ein Ganger, der über Andre kreist? Ja. Er ist noch nicht tot. Warte. Nein. Ein Festlandbewohner. Willkommen in meiner kleinen Klinik. Wenn du einen Arzt brauchst, dann raus damit. Ich hätte ganz Zeit für ein wichtiges Gespräch, aber es ist so viel zu tun. Mhm. Ist auch total voll hier, also... Ja, deswegen hat er auch nicht auf dem Sofa rumgechillt. Der arme Andre da drüben ist mein Patient. Er war zu lange im Nebel. Du kennst vielleicht die Strahlenvergiftung vom Festland. Aber wir haben hier unsere ganz eigene Variante. Ich kenne mich mit Medizin aus. Ah. Kann ich ihm helfen? Du sagst, was? Wirklich? Du? Das tun wir wohl. Helfen? Nun, dem armen Andre geht es schlecht. So gut wie tot. Schade vor nichts, dich an ihm rumprobieren zu lassen. Aber ich behalte dich im Auge. Yay, wir machen mal kurz unseren Doktor hier. Geil. Hi. Hi, Andrew. Ich hoffe, ich tue dir jetzt nicht weh. Schauen wir mal. Wir sind Quereinsteiger. Wir haben mehr Fähigkeiten als alle anderen. Oh, wir können... Ich glaube, das schleppe ich doch schon mit mir rum, seit wir mit diesem verrückten Professor gekämpft haben, der schon seit so und so vielen Jahren lebt. Ich glaube, ich probiere das mal. Ich injiziere ihm das geheime Serum. Mensch, du hast es wohl geschafft. Ich ging aber schnell. Aber dank dir. Wo bist du denn? Hinter dir. Der sitzt auf dem Sofa. Er schläft schon mal, während er noch mit mir redet. Aber kein Problem. Was ist jetzt? Fertig oder was? Gut. Ich habe gerade gesehen. Warte mal. Ich habe gerade gesehen, wir haben ein Level up. Ich glaube, ich wollte letztes Mal meinen Freund ein bisschen pimpen. Ach, der immer kommt so random. Ja, der kommt nämlich äußerst selten random. Ich glaube, ich nehme das mal. Na gut. Ab und zu ist er mal ja ganz hilfreich, ne? So, Andrew, jetzt. Falls ihr nicht wisst, worüber wem wir gerade gesprochen haben. Muss ihn finden. Mon Dieu. Das ist der geheimnisvolle Vertraute. Geheimnisvolle Fremder heißt er. Ah, genau. Und manchmal erscheint random einer und der knallt einfach einen um. Ja, den gab es auch schon in den vorherigen Teilen. Da hatte ich das Gefühl, wäre er ein bisschen öfter gekommen. Aber, Vielleicht müssen wir ihn nur aufpowern. Was haben wir denn? Och nein. Och, guck mal. Nein. Also, das wäre ja jetzt schon ganz schön. Alles der cool. Der lebt noch, oder? Nee, ich glaube, der blubbert nur. Der blubbert nur. Im kochenden Wasser. Mm. Wahnsinn. Das finde ich witzig. Was will sie? Wer bist du denn? Sprech einfach mit dir. Du bist doch vom Festland und vor kurzem hergekommen. Woher weißt du das? Pass auf. Diese Insel sieht und hört alles, was du tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Das ist meine Oma. Ich habe miterlebt, wie die Insel die größte also die Insel, meine ich jetzt. Gemacht hat, die je nach Verhauer kam. Geschichte, Gier, Blut und Lachen.
Welche Familie würde ich gerne hören? Oder würde ich gerne hören einfach? Ich würde es gerne hören. Interessant. Würde ich gerne hören. Dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Meine Familie, die Daltons, waren viele Generationen der Stolz von Far Harbor. Sogar schon vor dem Krieg. Die Daltons sind durch Holzfällerei und Fischerei reich geworden. Aber dann wurden sie gierig, nahmen sich zu viel von der Insel. Seitdem rächt sich die Insel, tötet eine nach dem anderen von uns. Ich bin die letzte noch lebende Dame. Aber nun nimmt unsere Geschichte eine unerwartete Wendung. Jemand Fremdes ist nach Far Harbor gekommen, stark und gerissen. Mit fremder Hilfe kann die letzte noch lebende Dame endlich ihre Familie rächen. Ich schätze mal, dass sie von mir spricht. Wollen wir Geld dafür nehmen? Müssen wir nicht ständig Geld nehmen, oder? Bist du sicher, dass sie über dich redet? Ja, weiß nicht, wie viele Fremde hier so herkommen. Ich bin der mysteriöse Fremde, der dir helfen wird, deine Familie zu rächen. Nee, der ist bei mir random dabei. Ganz schlauer. Gut. Wir haben doch gerade verbessert. Du brauchst einen scharfen Verstand, denn dein Teil der Geschichte ist gefährlich. Also, kommen wir zum ersten Kapitel unseres Rache-Epos. Die traurige Geschichte von Sommersprossen, Petey. Petey war mein Cousin. Ein guter Junge, hab nie Schwierigkeiten gemacht. Er dachte immer, seine Sommersprossen würden ihm Glück bringen. Aber dann lag er falsch. Er war beim Campingplatz am Nationalpark sammeln. Da hat ihm die Insel wilde Gule auf den Hals gehetzt. Die Insel kann echt unbehaltig sein. Aber ja, er hat es zwar zurück in die Stadt geschafft, starb aber noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Leider sind diese wilden Gule immer noch da draußen und warten nur auf den nächsten Trottel, der vorbeikommt. Das ist echt Mist. Echt Mist. Ich kümmere mich drum, oder? Ja, Gule und Ballern, dann sind wir gut drin. Diese Gule sind so gut wie tot. Gut, gut. Lass sie dafür bezahlen, was sie für die anderen haben. Ich hätte sogar keine Kohle gewollt. Boah, jetzt machen wir es auch umsonst. Wir können ja auch mal nett sein. Früher hätte es Karma gegeben. Das ist ja ein bisschen schade, dass es nicht mehr gibt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist einer meiner großen Kritikpunkte an dem Spiel. Ich fand es irgendwie lustig, wenn die Raider plötzlich vor Angst vor mir weggerannt sind, weil ich so böse war. Ich glaube, wir machen einfach erstmal die Nebenquest. Bevor wir jetzt hier noch lang rumlabern, machen wir uns mal auf die Reise. Aber ich würde gerne noch mit ihm reden. Mit ihm, ja. Er war nicht so nett zu uns. Alan? Wir haben noch was zu klären. Der Festlandbewohner. Super. Du ballerst ein bisschen rum und denkst, du bist ein Held. Das ist unser Kampf. Unsere Insel. Nicht deine. Bitch. Ich hab dir den Arsch gerettet. Ich hab euch den Arsch gerettet. Also ja. Wir verteidigen dieses verdammte Dock seit Monaten, auch ohne dich gegen Krabben und Schlimmeres. Ja, du hast geholfen, aber wir haben mit Blut und Kugeln bezahlt. Wenn schon Fremde für unsere Sicherheit sorgen, sind wir so gut wie tot. Trotzdem habe ich meinen Kopf riskiert. Ein bisschen Dankbarkeit wäre nett. Genau. Wir hatten ein paar echte Knalltüten hier, aber du bist bisher eigentlich ganz in Ordnung. Hier, für deine... Hilfe, wenn du handeln willst. Ansonsten verschwinde mit dem ersten Boot, das abfährt. Hey, gerade war er nett. Die Kinder des Atoms erwischen. Oder was Schlimmeres. Ja, komm, wir handeln mal. Was hast du jetzt? Zeig mal, was du da hast. Du bist zwar ein totaler Drecksack, aber. Oh, das ist ein Waffenhändler. Was hast du denn für Waffen? Fischfänger. Ach nee, eine Nahkampfwaffe. Wir sind Fernkämpfer. Was ist das? Eine Harpunenkanone. Was kostet die denn noch? Die kostet gar nicht so viel. Nehmen wir mal mit, oder? Ja. Und das Nudelholz. Einfach, weil es Nudelholz ist. Geil, Nudelholz. Falls wir untreue Ehemänner verprügeln müssen oder so. Unterhebelgewehr. Nee, das ist aber hier. Was ist da? Ach nee, Nahkampf. Ist alles eigentlich relativ schlecht. Das meiste kennen die auch. Also wenn ich es kenne, dann ist es wahrscheinlich auch schon noch länger im Spiel. Scharfschützengewehr haben wir auch eins, müsste ich mal nachgucken, ob das besser ist, aber das tut ja jetzt nicht so unbedingt. Ich glaube, wir spielen einfach mal, man findet ja auch immer allerlei, von daher. Wir gucken mal. Mach's gut, das war's. Du kannst nicht mehr rennen. Och, das nein, typische Problem. Das war ja von vornherein irgendwie klar. Sie sammelt alles ein, alles.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Was haben wir denn hier, was wir nicht mehr brauchen? Oh, wir haben noch 604 Zellen, das können wir eigentlich nicht wegwerfen. Da geht's schon los, das Dilemma. Ja, hier 765. Die ist nicht so gut gewesen. Die hat mich eigentlich eher genervt. Die lassen wir mal hier. Eigentlich können wir das auch erstmal hinlegen. Wir kommen ja hier auch nochmal hin. Die Sachen liegen ja eigentlich immer noch da. Was gibt's denn hier? Kann ich hier auch ran? Waffenwerkbank und Rüstungswerkbank. Dann schauen wir doch mal, ob wir was verbessern können. Vielleicht gibt's ja auch neue Rezepte und sowas. Ja, komm, dann geh halt weg, dass ich dran kann, bitteschön, ja? Danke. Die Freund des Admirals, die können wir direkt mal verbessern, oder? Ja, warte mal, ich will erstmal die ich in der Hand habe. Was? Ich kann. Achso, Reichweite. Ja, ich kann überhaupt nichts machen, weil ich natürlich keine Sachen habe. Okay, ja, natürlich. Gut, wir müssen erstmal ein bisschen auf die Reise gehen. Weil, also, wir haben ja keine Verbindung zu unserem alten Dorf hier. Weswegen wir natürlich auch keine Materialien haben. Ich habe nur noch die eine Quest ausgewählt, dann wagen wir uns mal in den Nebel. Hi. Ach so, ich wollte überhaupt mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, auf die Karte gucken, wie groß, nein, das war der falsche Knopf, wie groß das hier überhaupt ist. Okay. Ja. Na, das, ich glaube, es wurde nicht so viel versprochen, als, ich glaube, die GameStar oder so hat geschrieben, dass es riesengroß sein soll, dieses Addon. Was mir entgegenkommt. Da ich gar keine Ahnung habe, kann man einfach mal so blind reinfangen, was kostet. Das Addon? Ja. Das war für 24 Euro, habe ich im PlayStation Store gekauft. Ja, gut. Das ist. Wenn es groß genug ist, ist es okay. Oh, es war schon an. Turn the light off! Ja, ich dachte irgendwie, wo ist denn überhaupt mein. Da ist er doch. Hey, backen sich doch eh irgendwo durch, alles gut. Was gibt's hier? Ja, da gibt's was. Super Kleber. Ja, meinst du, hier gibt's dann auch wieder so ein Dorf oder sowas? Es ist eine Insel und so groß wie die ist, also irgendwas wird's da wohl geben müssen. Ja. Technische Dokumente. Ja, die können sie behalten, oder meinst du, die kann ich lesen? Oh, das war das schwerste Schloss aller Zeiten. Ich bin Profi im Knacken, das ist das, wenn ich zuerst geskillt habe. Aber warte mal, ich war. Nein, jetzt habe ich irgendwas genommen! Oh. Fehlbob. Ich bin auch nochmal zu gucken. Ach komm, wir gehen einfach mal weiter. Ich unterdrücke mal. Oh, da ist was rot. Und ich kann Sachen entdecken. Mann, es tut mir leid, wenn ich hier ab und zu mal abschweife. Ich versuch's zu unterdrücken, so gut es geht. Der Stefan wird mir vielleicht mal auf die Finger klopfen. Wenn ich an ihr rumzubbel und sie schubse nicht und nicht wundern, dann möchte ich ihr nur signalisieren, du hast die Kiste jetzt dreimal angeguckt. Ist nichts drin. Ja, ich gucke einfach gerne alles nach, sammle alles ein. Da ist jemand. Man wird ja hier auch belohnt dafür. Fallschirm. Boah, Bam, Kopf weg. Ich würde sagen, es sind einfach Raider, die anders heißen. Guck mal, der hat jetzt so eine Krabbenkiste auf dem Kopf. Die jetzt nicht mehr da ist. Ah, da ist noch einer. Da war doch gerade noch einer hinter ihm. Ich hab's noch gesehen. Nicht? Ist er da hinten hingelaufen oder was? Na komm, das hätte jetzt auch noch das Rest da noch. Zielen braucht man nicht. Man kann also, auch so anlegen, oder? Es hat ihn nicht getroffen. Ist doch nicht wahr. Ja, ich weiß nicht mehr, wie anlegen geht. Ich hab doch schon so lange nicht mehr gespielt. Ich muss gleich mal testen. Sag mal, jetzt. Ja, also entschuldige mal, wo ist denn noch einer? Also richtig Schaden bekommst du noch nicht, ne? Also ich denke mal, entweder sind ja auch die ersten Gegner, die man so hat. Ja, ich bin ja auch, ich weiß ja nicht. Gibt es ein Maximallevel? Nee, ich glaube Fallout 4 hat kein Level Cap tatsächlich, was mir auch entgegenkommt oder beziehungsweise noch gefährlicher für mich ist, weil ich dann so gerne. Also Leveln ist ja auch so mein Ding. Bei dem vorigen Teil warst du mal so bei 20 war Schluss. Ja, 20 und dann mit den Addons, glaube ich, immer noch mal so ein paar drauf. Okay. Nee, 50 war es, glaube ich, bei New Vegas. Ich meine 50 und dann 80. Nein. Na, du hast ja schon mehr dabei. Oh Gott, was habe ich jetzt eingesammelt? Stimpack, ich glaube, es war nicht Stimpack. Nee, wir haben auch noch gut Platz. Also. Nee, die Angel will ich nicht.
Ist ja kein WoW. Obwohl, jetzt sind ja Murlocs da. Mal gucken. Hier war doch irgendwo noch einer. Wo ist der denn hin? Ach, da. Da, ohne Kopf. Und ohne... Der Helm ist doch explodiert, habe ich genau gesehen. Hummerfallenhelm ist super gut. Wo wollen wir hin? Weiter geradeaus. Wir haben ja noch 2-3 Minuten haben wir. Ich beeile mich mal. Vielleicht sehen wir ja noch, wo wir hin müssen. Ja, ich sagte, ich beeile mich. Da also mit dem Nebel, ich glaube, das tut der PlayStation auch sehr gut. A, weil man nicht immer sieht, wo es aufhört nachzuladen. Und weil ich finde ihn auch sehr stimmungsvoll. Der fällt ein, ja, aber es ist, also ich gucke ja lieber weit, ne? Ja, wobei bei Silent Hill ist es ja auch so. Ich sag mal so, wir haben jetzt auch, wir machen ja nicht nur Let's Play, wir gucken sie ja auch, sonst würden wir nicht auf die Idee kommen. Und haben jetzt vom Simon die Alan Wake-Reihe geguckt, sehr zu empfehlen. Da ist ja auch alles mit Nebel und sowas, das erinnert mich gerade sehr daran. Oh, der hat einen Hund? Oh, legendärer wilder Wolf. Ich schieß ja echt ungern Tiere in Spielen. Ich hatte eigentlich auch Tierfreund gewählt, aber das geht hier anscheinend nicht. Eigentlich rennen die weg. Hast du wenigstens was Gescheites? Warte mal, wir müssen erstmal hier unserem Freund helfen. Der kommt doch klar, der macht den mit dem Messer. Okay, schlechte Idee. Was hast du denn da? Nee, brauchen wir. Aber das hat gut Radabwehr. Ich glaube, wir sollten hier viel Radabwehr haben, weil wenn das alles im Nebel ist, dann kriegen wir. Ich guck mal, was ist. Für wo ist das denn? Das ist. Ich nehme es mal mit und dann linkes Bein. Okay, ich guck mal, was es bei mir wegmacht. Ich ist immer noch am Kämpfen, aber egal. Ja, jetzt bin ich hier beschäftigt. Wo ist es hin? Was ist weggegangen? Da. 25? Nee, das ist mir zu viel, was es wegnimmt. Wo ist es jetzt? Achso, ich kann ja mal hinkriegen. Nee, das ist mir zu viel. Ich habe, glaube ich, ich habe Milliarden von... Ja, komm jetzt, was dauert denn da so lange? Ehrlich. Ich habe ganz viele RAD. Zum Ausradieren. Genau. Ja, scheiße, wir sind am Ende angekommen. Die Wölfe haben uns aufgehalten. Das macht ja nichts. Wie ihr seht, wir sind in Safe Harbor angekommen. Wir haben die ersten Wölfe erschossen, die wir nicht erschießen wollten. Die Leute sind furchtbar nett zu uns oder auch nicht. Ein bisschen spookiger und die Leute sind ausdefinierter. Die haben jetzt auch mal tatsächlich Charakter anscheinend. Warten wir es ab. Man sieht, du hast nicht so viel mitgespielt. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Bleibt mit dabei. Ich versuche mich, wie gesagt, zusammenzureißen. Und ich schubse, wenn es nötig ist. Richtig. Lasst uns einen Kommentar da. Abonniert. Da. Und macht einen Daumen hoch. Natürlich, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann überzeugen wir euch bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.